Hätte Freud andererseits in seiner Grundannahme recht, so müsste man erwarten, dass überall da, wo eine dauernde geschlechtliche Askese geübt wird, die erfahrungsgemäß zu einem Verdorren und Absterben der geschlechtlichen Sympathie und des Geschlechtstriebes, wie zum Beispiel in den Mönchsklöstern, die höchsten geistigen Energien gefunden werden müssten und demgegenüber auch die höchsten geistigen Kulturwerke aus ihnen hervorgingen. Davon indes zeigt die Erfahrung trotz aller Leistungen der Klöster nichts. Oder aber die verdrängten Energien der Libido müssten den anderen möglichen Weg, der ja nach Freud gleichfalls für sie offen steht, gefunden haben und zu einer seelischen Erkrankung, das heißt zur Neurose notwendig geführt haben. Aber auch davon zeigt die Erfahrung nichts, was Freuds Gesetz bestätigen könnte. Was wir bei Freud vollständig vermissen, sind bestimmtere Angaben, worin sich denn eine berechtigte und notwendige Beherrschung der Libido und des Geschlechtstriebes von einer Verdrängung derselben unterscheidet, die nach ihm eine Hauptquelle für die Nervenkrankheiten darstellen soll. Und gleichzeitig eine bestimmt umschriebene Angabe der differenziellen Bedingungen, die von der verdrängten Libido einmal in die Richtung der Sublimierung, ein andermal in die Richtung der Erkrankung führen sollte. Solange diese beiden Punkte eine genaue und präzise Aufklärung nicht erfahren haben, trägt die Freudsche Theorie die große Gefahr in sich, einmal auch die Ethik in die ganz falsche Alternative, Primitivismus oder Askese, hineinzudrängen. Und andererseits die nicht minder große Gefahr, die Grenzen zwischen sittlich notwendiger und berechtigter Herrschaft über den Geschlechtstrieb und einer falschen, zur Krankheit führenden Verdrängung derselben zu verschleiern.